Auf dem Campingplatz haben Sie ein richtig gutes, schnelles und stabiles Internet. Kostenlos ist es ebenfalls. Wenn ihr mit dem Zelt unterwegs seid und es regnet, habt ihr hier einen vernünftigen Unterschlupf. Der sieht echt klasse aus. Die Möglichkeit, hier etwas einzukaufen, gibt es nicht, aber man kann Brötchen für den nächsten Tag vorbestellen. Hier hinten gibt es einen Kaffeeautomaten, dort könnt ihr einen Kaffee ziehen oder ein paar Snacks einkaufen. Das gibt es hier dann doch schon. Das Duschgebäude hat mich hier überzeugt. Es ist alles sehr groß, alles sehr hell und wir haben es immer sauber vorgefunden und duschen ist hier auch kostenlos. Hier gibt es nicht nur separate Spinde zum Abschließen oder Waschmaschinen, sondern auch Kühlschränke und Kühltruhen zur freien Benutzung. Für diejenigen, die wirklich mit dem Zelt unterwegs sind, hat man hier eine Gelegenheit zum Kochen. Töpfe gibt es anscheinend genug. In den Herrenduschen gab es ein großes, separates, behindertengerechtes Badezimmer und das hat mir gefallen. Ob das auf der Frauenseite auch vorhanden ist, habe ich ehrlich gesagt nicht gesehen. Ich gehe aber davon aus.